Hallo Marin, willkommen bei Mainz 05. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wer bist du genau? Ja, hallo, ich bin Marin Zwerko, bin 18 Jahre alt, komme aus Pforzheim, Kieselbronn bei Pforzheim. Und ja, meine letzte Station war der Karlsruhe SC und ich freue mich hier zu sein. Man hat in Medien schon mal gesehen, dass du im Sommer zu uns kommen willst. Jetzt ist es früher passiert, als vielleicht die Fans nach außen wussten. Was war jetzt ausschlaggebend oder was war für dich auch ausschlaggebend, hier den nächsten Schritt zu wagen? Ja, auf jeden Fall ist Mainz ein super Verein, wo ich auf jeden Fall weiß, dass ich die nächsten 4 Jahre die richtigen Schritte meiner Profikarriere machen werde. Und ausschlaggebend war einfach, dass ich erste Liga spielen will und ich glaube, dass Mainz einfach der richtige Schritt für mich ist. Ja. Wie siehst du dich selber so? Du bist noch verdammt jung, 18 Jahre. Was glaubst du, sind dein nächster Schritt oder was ist so für dich speziell der nächste Punkt, den du dir vorgenommen hast? Der nächste Punkt ist, ich will erstmal gesund bleiben, richtig fit werden und mich dann früher oder später irgendwie in der ersten Mannschaft festsetzen und einfach meine Leistung bringen. In der ersten Mannschaft, gibt es da vielleicht irgendeinen Spieler, zu dem du jetzt nicht besonders aufschaust, aber der vielleicht auch ein kleines Vorbild für dich sein kann, an dem du dich orientieren willst? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Daniel Prosinski, der ist ja auch in Karlsruhe und es ist jetzt, ja, also ihn kenne ich besser als die anderen Spieler, aber persönlich kenne ich jetzt noch gar niemand. Wo siehst du deine speziellen Stärken? Was denkst du, zeichnet dich besonders aus? Besonders auszeichnen tut mich, denke ich mal, meine Schnelligkeit, mein Tempo, meine Größe und meine körperliche Voraussetzungen. Okay, und vielleicht als letztes, weißt du irgendwas über Mainz selbst oder hast du schon was von der Stadt gesehen oder freust du dich einfach auf das, was so in den nächsten Wochen auf dich zukommt? Ja, ich habe schon ein bisschen was von der Stadt gesehen und natürlich freue ich mich super auf die neue Stadt und neue Leute kennenzulernen. Und dann freuen wir uns auch auf dich. Vielen Dank.